Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von testsieger.de. Wir haben dieses Mal einen Bluetooth-Lautsprecher, und zwar von der Firma Aulux, den MB1. Wie immer, kurz mal so ein paar Worte zur Verpackung, zum Verpackungsinhalt und dann natürlich zum Lautsprecher selber. Ja, die Verpackung ist relativ schick eigentlich, nichts Besonderes. Recht farbenfroh, das gefällt mir persönlich ganz gut. Wird auch schon einiges erklärt auf der Packung. Wir haben zum Beispiel hier, dass es NFC, Bluetooth hat. Natürlich, das erklären wir gleich nochmal genauer. Dann hier unten haben wir natürlich nichts. Hier an den Seiten haben wir nochmal ein paar Spezifikationen, eine kurze Beschreibung zu dem Gerät. Auf der Rückseite nochmal ähnliches wie vorne, nur mit ein bisschen leicht anderem Motiv. Und hier auf der Seite haben wir schon mal so ein paar kleine Hinweise zur Bedienung, da natürlich auch dann später mehr dazu. Ja, dann machen wir die Packung mal auf. So. Hier kommt uns direkt ein paar Zettel entgegen. Da haben wir einmal das Benutzerhandbuch. Obwohl Handbuch schon sehr positiv ist, es ist de facto nicht mehr als ein Zettelchen. Ja, ist schon sehr mickrig. Ich meine, alles Wichtige ist beschrieben, hätte man aber ruhig noch ein bisschen ausführlicher und dann vielleicht auch wirklich Handbuch nennen sollen. Hier haben wir, glaube ich, das Gleiche nochmal. Hier nochmal Garantieschein und hier nochmal so ein kleines Handbuch noch. Dieses Mal ist es immerhin ein kleines Büchlein, macht es auch nicht viel besser. In Schwarz-Weiß diesmal auch nur. Aber ja, und auch diesmal, das ist hier auf Englisch nur. Ja. Gott sei Dank ist die Bedienung relativ selbsterklärend, deshalb braucht man das nicht zwangsläufig. Ein bisschen mehr wäre da auf jeden Fall schön gewesen. Dann holen wir einfach mal den Lautsprecher raus. Der ist hier in so einer sehr schönen Stofftüte, Verpackung. Das ist wirklich schön, fühlt sich gut an. Den legen wir kurz weg und schauen uns eh gleich nochmal genauer an. Übrigens keine Sorge, der liegt nicht einfach so da drin, der ist schon noch festgemacht. Das haben wir jetzt nur mal der Einfachheit wegen schon mal vorbereitet. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass der Lautsprecher so wackelig daherkommt. Was haben wir dann hier noch? Hier mal raus. Haben wir ein 3,5 mm Kabel. Damit kann man dann über den Line-In-Anschluss zum Beispiel MP3-Player verbinden oder sein Smartphone verbinden, wenn man das Ganze nicht kabellos machen möchte, sondern das passende Kabel ist auch gleich im Lieferumfang, das ist schön. Und als Abschluss haben wir noch den Strom, den Stecker mit gesamtem Kabel und das zugehörige Netzteil. Beide Komponenten zusammen sind wirklich sehr lang, das ist schön, das heißt, man kann den Bluetooth-Lautsprecher auch, wenn man möchte, ein bisschen weiter von der Steckdose entfernt aufstellen, da hat man keine Probleme. Ja, mehr ist nicht in der Packung, das ist alles, das Nötigste ist drin. Dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause, dann schließe ich den Lautsprecher mal an und dann schauen wir uns den Lautsprecher genauer an. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt schauen wir uns den Lautsprecher genauer an. Natürlich erstmal, was ins Auge sticht, das Design. Aulux selber spricht hier von Nordic Style. Soll halt so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass wir hier sehr klare, feine Linien haben. Kein unnötiger Schnickschnack. Dadurch wirkt das Gerät halt ein bisschen kühl, aber auch dafür finde ich persönlich sehr edel. Es ist komplett in Weiß gehalten, bis auf die Frontabdeckung, das sieht man ja schon, die Silber ist. Es ist zwar ausschließlich Kunststoff, aber wirkt auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig. Keine Verarbeitungsmängel oder wackelt nichts. Ist wirklich sehr kompakt und hochwertig gestaltet. Wir haben hier, man sieht es glaube ich, muss ein bisschen, mal von der Seite anschauen. Wir haben eine schräge Front, nach oben quasi. Das heißt, der Klang geht dann auch nach oben und nicht geradeaus. Wenn wir es hier gleich haben, können wir uns auch die Abmessungen anschauen. In der Tiefe haben wir Abmessungen von 129 mm
In der Höhe dann 120,7 mm und in der Breite haben wir 349 mm. Dann gehen wir mal kurz zu den Anschlüssen auf der Rückseite. Wir haben hier, ihr seht es, schon angeschlossen, den Netzstecker schon angeschlossen. Da rechts daneben haben wir einen USB-Anschluss. Damit kann man dann zum Beispiel auch sein Smartphone per USB anschließen. Man sieht auch schon, ich hoffe, man kann es erkennen, wenn nicht, USB-Charging, das heißt, man kann sein Smartphone auch direkt hier dann aufladen. Hier haben wir den Line-In-Anschluss, den AUX-In-Anschluss, wie gesagt, um nochmal deinen MP3-Player zu verbinden mit dem Kabel, das ist ja dabei. Und hier links daneben haben wir den Bluetooth-Pairing-Knopf. Ja, wenn wir eh schon dann da sind, dann zum Bluetooth-Pairing, das funktioniert relativ problemlos, wie gesagt, über den Knopf. Einfach Bluetooth im Smartphone aktivieren, das Gerät wird relativ schnell erkannt und die Verbindung wird problemlos hergestellt. Ist auch sehr stabil, die Verbindung, selbst über größere Entfernungen. Da kann man nicht meckern. Wir haben es ja schon gesagt, das Gerät hat auch NFC, sieht man hier, das NFC-Symbol. Das ist auch gleichzeitig der NFC-Bereich, das heißt, man muss ein NFC-fähiges Smartphone zum Beispiel nur hier oben drauflegen und schon wird automatisch eine Bluetooth-Verbindung hergestellt. Funktioniert auch in der Praxis absolut reibungslos, hatten da keinerlei Probleme, super. Wenn wir hier unten noch kurz gucken, ich hoffe, man erkennt es einigermaßen genau, wir haben so eine LED-Anzeige hier. Wenn die jetzt in dem Fall gerade weiß leuchtet, dann bedeutet das, das Gerät ist einfach eingeschaltet. Wenn die blau leuchtet, also wenn man ein Gerät per Bluetooth verbindet, leuchtet die blau und zeigt Ihnen dann die Bluetooth-Verbindung an. Hier oben haben wir die Laut-Leise-Regelung. Sind keine physischen Tasten, sind komplett touchsensitiv. Funktioniert in der Regel sehr gut. Ist eine relativ feine Regelung, also das heißt, man muss dann schon, manchmal hat man das Gefühl, wenn man drauf drückt, passiert nichts. Liegt einfach daran, dass es wirklich eine sehr feine Steuerung ist, das heißt, es dauert ein bisschen, bis es wirklich merkbar lauter wird. Ich persönlich finde das sehr schön, kann man so wirklich sehr genau die Lautstärke regeln. Man kann es natürlich auch, wenn man auf einen Schlag es laut haben möchte, vom Smartphone oder sowas hochregeln, ist auch kein Problem. Ich finde das eine sehr gute Lösung, so wie das gemacht ist. Rückseite, wenn wir noch mal kurz gehen, haben wir hier auch noch mal die zwei Bassreflexöffnungen. Das heißt, ja, Bässe sind auch ordentlich vorhanden. Dann noch ein paar Worte zum Klang zum Abschluss. Wir haben eine Maximalleistung von 40 Watt, ist jetzt ja, nicht besonders hoch, ist so Mittelmaß. Das bedeutet, es ist schon der Lautsprecher ist auf jeden Fall für die Nutzung in Räumen gedacht. Sieht man auch allein schon daran, dass er keinen Akku hat. Das heißt, für den Freien wird es eh schwierig, wenn man keine Steckdose hat. Man muss den immer quasi am Netz haben. Akku hat er nicht. Für Räume ist die Leistung aber absolut in Ordnung. Auch für größere Räume kann man damit ganz gut beschallen. Wir haben den Klang kann man tatsächlich nicht groß meckern. Die Höhen kommen ganz gut zur Geltung. Auch so die Trennung von einzelnen Instrumenten und Stimme ist gut. Auch die Räumlichkeit ist absolut in Ordnung. Insgesamt wirklich ein sehr schöner Lautsprecher, der keine großen Kritikpunkte eigentlich zulässt. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man sowas sucht für die Wohnung, sollte man sich den auf jeden Fall anschauen. Also das Design ist schick, NFC ist auch super, funktioniert problemlos. Klang ist gut, ich habe nichts zu meckern. Das ist das Beste immer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns doch mal zum Beispiel in die Kommentare, was ihr so habt. Habt ihr das Gerät eventuell schon? Oder würdet ihr euch sowas anschaffen? Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und am meisten natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das würde uns am meisten freuen. Ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut!